Okay, wir sind zurück. Oh, ich glaube, ich habe meine Einstellungsprobleme behoben. Wow! Während ich das gerade sage und irgendwas mache. Oh, die neuen Tasten muss ich mich gewöhnen. Ist das keine Loot da am Boden? Wow! Was drücke ich da? Seiteltaste. Okay. Oh ja, ich muss schon kämpfen. Wo ist es? Wo ist die Ratte? Okay. Wow. Ah, ein bisschen janky. Yeah. Was? Red so. Wie stecke ich die Waffe weg dann? Und Taste. Nein, auch nicht. Oh, was war's noch schnell? Ach. Mist. Direkt. Oh boy. Das stimmt nicht. Was zum Teufel? Oh wow. Oh je. Oh je, das wird ein schwerer Start. Bin noch nicht gestorben. Ich werde immer schnell speichert. Und ich habe gerade rein und raus gezoomt, irgendwie. Ja, doch. Grafisch merke ich einen kleinen Unterschied. Laufen tut es auch smooth gerade. Das Viech greifen wir nicht an. Ich glaube, davon hat er uns gewarnt. Davon entfernt bleiben. Und Richtung Weltenherz gehen. Schauen wir nochmal, ob da was oben liegt. War das was? Nein. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Kampf ist, den wir gewinnen können. Uff. Lagerfeuer können wir benutzen. Ich hätte gedacht, dass es vom Gameplay her ziemlich gleich bleiben wird, aber jetzt muss ich mich wieder ein bisschen umstellen. Sie haben das Combat anscheinend ein bisschen normaler eingestellt, wie es ausschaut. Das fühlt sich jetzt mehr nach Dying Light an als Elex davor schon. Junge Schakale. Hopp, das war die falsche Taste. Nein, no checks. Nein! Oh je. Ich will doch über die alten Tasten drücken. Hopp, das Klettern ist anders. Okay. Inventar. Denke, was haben wir da? Kleiner Heiltrank. Getrunken. Quickslot. Passt. Das Quick. Warum ist die Side-Taste? Was? Das verwirrt mich total. Mein Jetpack-Angriff habe ich auch nicht mehr. Bei Kalle sind sie mal ziemlich schnell. Der dritte ist geil. Ja, da kommen wir, das haben sie normalisiert. Oh, alles Viereck-Taste, alles Viereck-Taste. Uff. Combat ist ein bisschen normalisiert worden. Ach, da kann ich X drücken. Ist das eine Pflanze? Starkes Heilkraut. Das schaut nicht stark aus. Hey Jungs, ihr seid doch gute. Jax, gut, dass du noch lebst. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Was ist dir passiert? Sie haben uns eiskalt erwischt. Es passierte während der Nachtwache. Ein Moment der Unachtsamkeit und sie hatten uns überrumpelt. Die fremden Eindringlinge? Nein, die Morkons natürlich. Du siehst doch überall ihre gefallenen Bluthunde. Der größte Pulk der Morkons ist allerdings wieder weiter nach Norden gezogen. Hast du Heilung für mich? Natürlich. Hier, ich kann dir ein paar Tränke geben. Den Rest brauchen wir allerdings für unsere Verwundeten. Du siehst nicht besonders gut aus, Jax. Es geht schon. Ich bin gebissen worden von einer dieser fremden Kreaturen.
Oh, ich verstehe. Das solltest du behandeln lassen. Dort mehr nach meinem... Ich wollte schon wieder Outrider sagen. Outlaw statt Berserker. Schaut mehr nach einem Outlaw aus. Das ist ja ein ganz toller Vorschlag. Idiot. Habt ihr diese großen lila Former schon bemerkt? Ja, es sind Fremde gekommen, die sich unten im Süden breit gemacht haben. Viele ihrer Kreaturen haben wir auf unseren Streifzügen jagen gesehen. Ich konnte mich damit allerdings nur am Rande beschäftigen. Wir hatten hier eine ausgewachsene Gildenschlacht zu bewältigen. Habt ihr einen Heiler, der sich meine Infektion und den Biss ansehen könnte? Viele sind in der Schlacht gefallen, aber Kaya ist vermutlich die beste Magierin unter uns. Ihr solltest du deine Verletzungen mal zeigen. Kaya, ey! Wo ist Dex? Wo ist mein Sohn? Seine Mutter hat ihn mitgenommen. Kaya war hier? Sie ist bei ihm? Ja, und sie ist den Morkons in den Norden gefolgt. Wenn du mich fragst, wird sie auch nicht eher ruhen, bis sie sie alle erwischt hat. Ich wusste es, dass es Kaya ist. Ach, wo ist Nastya? Nastya. Warum bist du hier geblieben? Ich bin ein Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflicht zu erledigen. Das Weltenherz nach so einem Angriff schutzlos zurückzulassen, das kann ich nicht tun. Meine Männer verlassen sich auf meine Führung. Ist das Weltenherz noch intakt? Ja, zum Glück. Ironischerweise haben die Morkons es nur auf uns Berserker und unsere Elixitbeutel abgesehen. Das Herz verrichtet immer noch unbeschadet seinen Dienst und gibt sein Mana an die Erde ab. Die Natur wird sich dank des Weltenherzes bald richtig an dieser Stelle von Karakis entfalten. Seit wann wagen sich die Morkons so weit vor? Das ist in der Tat sehr seltsam. Bisher hatten sich diese destruktiven Wahnsinnigen in ihrer Grotte verkrochen. Irgendetwas hat sie aufgeschreckt. Wahrscheinlich die Eindringlinge mit ihren bizarren Kreaturen. Durchaus möglich. Jedoch glaube ich, dass sie andere Motive verfolgen. Es sind religiöse Fanatiker, die ihrem dunklen Gott huldigen. Wer weiß schon genau, was sie antreibt. Und wenn du Kaya begegnest, sei nachsichtig mit ihr. Ihr Blick ist getrübt von den Verlusten der letzten Tage. Sie hat bis zuletzt gekämpft und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Die Zähne freaken mich aus. Die Zähne sind komisch, wenn sie reden. Die Zähne schauen eigentlich aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass in Elix 1 das Problem bestanden hat. Das schon noch eigene... komische Berserker-Rüstung aus, der raucht. Der wird ignoriert. Wo wollte ich hin? Da haben wir was Fettes hinten. Schauen wir mal, ob wir noch wen zum Reden finden. Oder zum Looten was. Ich sehe was zum Looten. Schmied. Gehen wir erstmal seine Sachen stehlen. Ist hier eine Elex? Sonst noch was hier? Kann ich alles nehmen? Da steht nichts von Stehlen. Ruhe öffnen. Mana-Trank, Schrot, Elixit. Stärke, Modifikator. Das ist neu. Interessant. Das braucht wieder Zeit, dass ich mich da neu einstelle auf alles. Schmiede benutzen. Echt jetzt? Aber ich kann nichts machen. Haben sie sich anscheinend doch ein bisschen mehr an andere Spiele was angelehnt. Jo. Man muss hier immer die Augen offen halten. Karakis ist ein verfluchtes Pflaster. Probleme? Das siehst du ja. Im Grunde könnten wir immer mehr Leute gebrauchen. Immerhin habe ich Material für Waffen, damit wir Angriffe von außen abwehren können. Hast du auch eine Waffe für mich? Ich habe keine Waffe zu verschenken, wenn du das meinst. Aber ich habe eine kleine Schmiede. Wenn du willst, kannst du sie gerne verwenden.
Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, kann ich dir vielleicht was beibringen. Aber das mache ich nicht umsonst. Na klar. Du solltest also schon etwas Erfahrung und ein paar Splitter mitbringen. Wenn du was kaufen willst, habe ich noch ein paar Sachen rumliegen. Aber das meiste brauche ich für die Jungs hier. Kommt der mit Controller. Bring mir was bei. Was willst du wissen? Oh, da hat sich mal nichts verändert. Schlösser knacken, wir haben erkannt. Wir haben nichts. Wir haben einen Waffenschmied, können wir machen. Das wollen sie wahrscheinlich eh, dass wir das machen. Okay, ich sehe. Da hat sich nicht viel verändert, wenn dann. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Was haben wir dir? Ah, das schaut ein bisschen übersichtlicher aus. Haben wir wirklich zwei Bogen? Na schau, haben wir doch ein bisschen Loot. Das machen wir später. Da werden wir uns später drum kümmern. Das Schmieden machen wir auch später mal. Wo ist mein Inventar? Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Natürlich bin ich das nicht. Was habe ich mir erwartet? Pfeil, Speer, Bogen. Okay. Ja, das Problem habe ich noch immer. Habe ich mit dir geredet? Ich glaube schon. Sieh dich vor. Die Zeiten, in denen man sich in Caracas noch frei bewegen konnte, sind leider vorbei. Offenweise Leute zum Haradium. Sagt mir nichts. Sonst noch irgendwelche Loot hier? Gehen wir mal schauen, ob wir einen Fight finden. Dann gehe ich hier zurück, während die Episode vorbei ist, um zu verkaufen und zu handeln und zu schmieden. Mega. Elkraut. Immer noch mal einen Fight suchen. Ah. Hier oben schaut es noch Fight aus. Hier unten schaut es auch noch Fight aus. Ich kann hier zurück teleportieren. Fliegende Gegner? Habe ich das richtig gesehen? Die Schnellspeicherung gegangen? Ja, ja. Okay. What? Das ist das. Ich habe immer mit Seitentasten. Das ist nicht. Ah, Pfeilschießen schaut gut aus. Großes Lob. Großes Lob schon. Jetzt weiß ich, dass ich mal auf Fernkampf spielen kann. Oh. Uff. Komm runter. Wirklich? Okay, doch. Pfeilschießen! Sie haben es verbessert. Eieieiei. Das wird noch dauern, bis ich das hinkriege. Dass ich nicht auf die Seitentaste drücke, wo es früher immer war, die Waffen auszuwählen oder wegzustecken. Okay, wie haue ich mir meinen Trank rein? Ja, okay, das geht so. Okay. Dann werden wir hier noch raufgehen, looten und dann werde ich auch screen. Das Business Aspect. Wow, nicht schon wieder. Ist das ein Drohton? Oh, schaut ja geil aus, das Teil. Yoga Kreischer. okay. Das Spiel. Eine Eule-Drohton-Kombination. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Cooles Design. Also Monster sind jetzt schon top. Combat ist verleichtert. Ist nichts Schlechtes eigentlich. Ich bin mir sicher, ein paar Fans werden sich drüber beschweren. Das könnte ein Banditenlager sein. Da ich mit schwerer Schwierigkeit noch nicht gestorben bin, schaut das auch nicht zu schlimm aus. Katzin. Ich will zu Kaya.
Lass ihn durch. Was, das ist Kaya? Sieht ganz anders aus. Hi. Sieh an, der geheimnisvolle Außenseiter gewährt uns die Ehre seiner Anwesenheit. Tut mir leid, ich war verhindert. Oh, das ist natürlich etwas ganz anderes. Hör zu, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich lag mehrere Tage bewusstlos in irgendeiner Ruine. Ach, ist das so? Und wie kam es dazu? Du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen neuen Feind. Ja, ich habe es gesehen, aber ich hatte schon genug Probleme in letzter Zeit. Wie du siehst, habe ich hier alle Hände voll zu tun. Neue Stimme. Ich mag die alte Stimme lieber. Wir müssen uns bald mal über den neuen Feind unterhalten. Da kommt einiges auf uns zu. Ja, ich weiß. Unter anderem wegen dieser neuen Feinde und anderen Bedrohungen unseres Landes bin ich hier draußen unterwegs. Wir hatten ja schon geahnt, dass so etwas passieren würde. Aber so früh habe ich noch nicht mit ihnen gerechnet. Meinst du, es sind diese Wissenden, von denen der Hybrid damals sprach? Nicht nur das. Ich vermute, er hat sie sogar irgendwie angelockt. Eine der letzten Handlungen des Hybriden war es, eine Art Signal in den Himmel zu schießen. Das Ganze hatte diesen seltsamen Himmelskörper zur Folge, den sich keiner so richtig erklären kann. Das ist alles andere als beruhigend, was du da andeutest. Die Menschen müssen sich auf die nahende Bedrohung vorbereiten. Verdammt, aber ich habe gerade keine Zeit. Bevor ich dieses Problem mit den Morkons nicht gelöst habe, sitze ich hier fest. Oh, das ist doch keine andere Stimme. Vielleicht ein anderes Mikrofon. Ich glaube, ich bin krank und brauche deine Hilfe. Du siehst auch irgendwie ziemlich lediert aus. Was ist passiert? Eine dieser Kreaturen, der, nennen wir sie Eindringlinge, hat mich gebissen. Der alte Mann meinte, ich sei infiziert. Womit genau, konnte er mir jedoch nicht sagen. Also, wenn ich wieder zu Hause in Tavar bin, an meiner Wirkungsstätte, dann könnte ich dir etwas zusammenmischen. Aber wir befinden uns gerade in einem Kampf gegen die Morkons. Da wirst du wohl noch eine Weile durchhalten müssen. Ich erkenne dich nicht wieder, ist lustig, ist ja ein ganz anderes Design. Ich erkenne dich nicht wieder. Du bist besessen vom Kampf gegen die Morkons. Hast du gesehen, was sie unten am Weltenherz angerichtet haben? Sie haben unsere Krieger regelrecht abgeschlachtet. Ich will sie dafür bezahlen lassen, bevor sie ihr Hauptquartier erreichen. Wenn sie einmal in der Grotte verschwunden sind, haben wir es nicht nur mit ihren Bluthunden zu tun. Dann werden sie uns ihre Zerstörer und was weiß ich noch alles auf den Hals hetzen. Ich werde mich um dein Morkon-Problem kümmern. Na, ich weiß nicht so recht. Hast du nicht gerade noch gesagt, du seist krank? Ich will nicht, dass du dich weiter aufreibst in diesen kleinen Scharmützeln. Ich brauche deine Unterstützung. Die paar Bluthunde der Morkons werden mir dabei nicht im Wege stehen. Na gut, ich kratze derweil meine Leute zusammen und sichere den Rückzug. Sei vorsichtig, die Kerle sind auf der Jagd nach Elixid und sie machen dabei keine Gefangenen. Also man weiß jetzt, wo der Jack seine Eisenstange versteckt. Haltet er es in der Hand? Bin mir nicht sicher. Du schleppst unseren Sohn auf eine deiner Strafexpeditionen mit? Momentan ist es besser für ihn, wenn er hier bei uns bleibt. Das Fort ist nicht mehr sicher genug für ihn. Zu viele Anschläge und Widrigkeiten in letzter Zeit. Hier draußen ist es viel sicherer. Das sieht dir ähnlich, mir Vorhaltungen zu machen. Mister, immer wenn es kompliziert wird, verschwinde ich in meiner kleinen Hütte. Die Hütte haben sie unter einer ihrer fliegenden Festungen begraben. Gut so. Ich habe sowieso nie verstanden, warum du dich dahin zurückgezogen hattest, anstatt mit uns zu leben. Ich hatte einfach genug von dir. Blödsinn. Du hast da oben Frust geschoben, weil deine Bemühungen, die Menschen vor einer potenziellen Bedrohung zu warnen, bei den Anführern der Gilden fruchtlos geblieben sind. Und anstatt weiterzumachen, vergammelst du jetzt schon seit Jahren da oben in deiner dämlichen Hütte. Hey, du warst mal ein großer Mann. Du hast damals gegen dein eigenes Volk gekämpft, bist in den Eispalast gestürmt und hast den Hybriden bezwungen.
Viele behaupten, so sei es nicht gewesen. Ich war eine der wenigen, die damals dort waren. So ist es gewesen. Auch wenn heute kaum noch jemand da ist, der sich daran erinnert oder sich erinnern will. Diese potenzielle Bedrohung, wie du sie nennst, bricht gerade über uns herein. Das haben wir beide kommen sehen. Und jetzt haben wir das Nachsehen und müssen um unser aller Überleben kämpfen. Ja, ich weiß. Die Menschen sind sich eben erstmal selbst am nächsten, anstatt sich um die globalen Probleme zu kümmern. Es gibt aber auch weltliche Dinge für dich, die es wert sind, Beachtung zu finden. Wenn du nur ein halb so guter Vater wärst, wie Dex ihn bräuchte, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Hätte ich ihn vielleicht besser auf dem Schlachtfeld beim Weltenherz lassen sollen? Nein, natürlich nicht. Außerdem ist er bei Asgard unter guter Aufsicht. Im Gegensatz zu dir würde er ihn niemals einfach zurücklassen. Wo ist Dex gerade? Er ist hier irgendwo. Asgard lehrt ihn gerade, sich in Geduld zu üben. Eine Fähigkeit, die er bei seinen Eltern mehr als gut beherrschen sollte. Sag bloß. Ja, was denn? Ich weiß, dass auch ich einiges hätte besser machen sollen und er hier im Ödland eigentlich nichts zu suchen hat. Wenn dir etwas Besseres einfällt, dann raus damit. Aber hör auf, mich so strafend anzusehen. Dex gehört an einen sicheren Ort. Ach was. Na dann übernimm du das doch. Wird ja auch Zeit, dass du dich endlich einmal um ihn kümmerst. Aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Ein alter Mann namens Adam hat die letzten Tage meine Wunden versorgt. Er sagte, er wolle die Bastion im Norden zur Großmacht ausbauen. Klingt für mich nach einem sicheren Ort. Was sagst du? Adam? Ein alter Mann? Meine Güte, Jax. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Deine Sinne und Auffassungsgabe haben offenbar sehr gelitten. Was soll das heißen? Es gibt nur einen alten Mann, der oben in der Bastion residiert, auf den deine Beschreibung passt. Der alte Mann, von dem du da sprichst, ist niemand Geringeres als Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. Der alte Mann ist Dawkins? Das kann ich kaum glauben. Keine Ahnung, wie sehr sie dir den Kopf verbeult haben, dass du ihn nicht erkannt hast. Der Mann, der im Dienste der Hybridmaschine die Alps gegen alle anderen freien Menschen aufgehetzt und vor Jahren ganz Magallan mit Krieg überzogen hat. Der arme Teufel, der vor kurzem noch in einer mechanischen Kapsel steckte und heute nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Das klingt ja fast, als hättest du ihm all seine Verbrechen an der Menschheit verziehen. Die Killermaschine von damals ist zerstört. Der schäbige Rest, der überlebte, hat bestenfalls noch die Kraft, sein Wissen mit uns zu teilen. Dawkins ist nur noch ein alter Mann. Ohne seine Maschine macht er mir wenig Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das erklärt so einiges. Ich schätze, ich werde ihn trotzdem noch einmal aufsuchen und zur Rede stellen. Ja, das solltest du tun. Immerhin hat er auch dich Jahre deines Lebens gekostet. Oh, Levelaufstieg, yay. Pass auf den Jungen auf, hörst du? Ich bring dich um, wenn ihm etwas zustößt. Okay, Mama. Ah, mein Kopf. Brrr. Sieht so aus, als hätte ich noch einen langen Leidensweg vor mir. Das war mein Magenknurren. Ja, wir machen hier mal die Episode vorbei. Wir sehen uns gleich wieder.